Ich war 16 Jahre in einem Berufschor und habe auch unter meinem eigentlichen Namen Herlind Wartenberg war ich Sängerin. Und habe auch viel in Kirchen, also auch Solo, das war aber sehr aufregend. Also Solo, das hat mich ja fertig gemacht. Und dann habe ich mal aus meinem Vornamen Herlind das Pseudonym Hera Lind gemacht. Und warum? Während einer Schwangerschaftspause habe ich aus Versehen einen Bestseller geschrieben, wirklich wahr. Wirklich? Also ich habe mein erstes Kind erwartet, konnte nicht mehr mitsingen, dicker Bauch, wollten mich im Flugzeug nicht mehr mitnehmen nach Tokio. Und in den 6 Wochen habe ich mich gelangweilt, weil ich ja sonst nichts kann. Und habe das Buch geschrieben, Ein Mann für jede Tonart. Und dann dachte ich, dass die Kollegen finden das bestimmt nicht toll, wenn ich hier so einen Bestseller schreibe. Und deswegen habe ich mich Hera Lind genannt. Das ist der Grund. Ja, und am Anfang, dann habe ich sogar das zweite Buch geschrieben, wieder in einer Schwangerschaftspause. Und dann kamen die Kollegen und brachten mir mein eigenes Buch. Du Herlind, das musst du lesen, das ist dein Humor. Das könnte von dir sein. Und es du war Herlind, von dir. Das ist von Hera Lind. Und dann, das warst du, sagst du warst es. Wie gesagt, ja, das war ich. Und dann habe ich das Supervibe in der dritten Schwangerschaftspause geschrieben. Und dann kam einfach so eine Situation, dass ich mich jetzt auch entscheiden musste, bleibe ich Herlind Wartenberg und bleibe ich im Chor? Oder bin ich jetzt Hera Lind und baue jetzt diesen Karrierezweig aus? Und was hat dich dazu bewogen, Hera Lind zu bleiben? Du, der Erfolg erstmal. Ja. Also da waren nachher 12 Millionen Bücher. Ja. Und da waren eigene Fernsehshows, Hera Lind und Leute im ZDF. Herzblatt habe ich mal ein Jahr gemacht. Dann kam das vierte Kind und dann war ich irgendwie Hera Lind. Und heute nennen mich, glaube ich, noch 5 Menschen Herr Lind. Ist dein Mann einer davon? Nö. Nein, den habe ich ja, der hat mich ja als Hera kennengelernt. Ja. Ja, mein Mann nennt mich Hera. Ja, und du fragtest, wie ich wieder zum Singen zurückgekommen bin. Also durch diesen ganzen Karrierewirbel, der ja auch toll war und auch Tiefen hatte, beides, habe ich ganz vergessen, wie sehr das Singen eigentlich zu mir gehört und wie sehr mich das wieder auf den Boden holt. Singst du jetzt wieder? Und jetzt singe ich wieder seit 4 Jahren im Salzburger Bachchor. Also ich stehe da in der dritten Reihe, weil ich über 50 bin, aus optischen Gründen. Aber bitte, aber ja, wirklich nicht. Früher im Berufschor, als ich noch jung und hübsch war, da habe ich immer gedacht, boah, die Alten über 50, die sollen aber bloß in der dritten Reihe stehen. Ich möchte jetzt nicht schleimen, aber du bist doch immer jung und hübsch. Nein, nein, nein. Aber okay, ich bin da mit Abstand die Älteste. Wirklich? Ja, ich glaube, so 3, 4 sind noch in meinem Alter und der Rest könnten alle meine Kinder sein. Und das ist so schön, wieder mit den jungen Leuten, die sich noch so richtig freuen und die noch so begeistert an dieser Musik sind. Und diese Begeisterung, wirklich auch die Dankbarkeit, sowas singen zu dürfen, das hat mich jetzt wieder eingeholt. Und ich bin jetzt wieder Herlind Wartenberg. So. Und das Singen gibt ein Stück Lebensfreude. Ich habe es erst im Nachhinein gemerkt, wie sehr. Ah ja, Berggespräche, wenn Sie uns öfter sehen wollen, einfach abonnieren. Ist ganz einfach. Wir freuen uns.